Auch mit Heißester gehen ja. Erleger, Bücherregal. Das ist wie mit Skiern, einen unberührten Schneehang runterzufahren. Ich bin schon auf die Lawine gespannt, die wir auslösen, wenn rauskommt, was wir hier treiben. Wir tauchen doch hier nur rein zufällig. Du bist unmöglich. Also du weißt, worauf es ankommt. Niemals. Ja, ja, die Idee. Es wird aber erstmal noch ein Teamfoto gemacht. Ups. Bitte schön lächeln. Komm schon. Er war plötzlich einfach weg. Ich habe da unten alles abgesucht. Ich dachte, er kann nur einen Notausstieg gemacht haben, aber... Warte mal. Du, ich glaube, er kommt gerade rauf. Ich rufe gleich nochmal an, ja? Ja. Scheiße. Was ist denn das für ein Kumpel? Betäubungsmittel. Was? Die Lüftungsklappen sind wohl offen. Ich würde es hier drin ziemlich schnell ziemlich stickig werden. Das Team ist voll das. Die suchen bestimmt schon nach uns. Wenn sie unser Boot finden. Die denken doch, wir sind lange tot. Nein, die finden meinen Hinweis. Vorsicht, es könnte vergiftet sein. Darauf kommst du es auch nicht mehr an. Was willst du damit ausrichten? Ein Tonigramm? Irgendwelche Tauchfreaks, die bloß vor unserem Frack sein wollten, wenn so. Du meinst es? Kannst du sie sehen? Nein, aber ich weiß, dass sie da sind. Was haben die bloß mit uns vor? Ist doch wohl klar, dass wir die beiden jetzt nicht mehr laufen. Warte mal.
Sand. Da kommt nichts raus. Was meinst du? Wie viel Überdruck können wir aushalten? 5 bis 6 war vielleicht. Wie viel machen mussten, weißt du? Um sicher zu gehen, dass der Stickstoff im Blut das Gehirn noch nicht lahmgelegt hat. Wie oft warst du in so einer Kammer? Noch 10. Na klar, das Überdruckventil. Irgendwo muss es hier ein Notventil geben. Stickstoff abatmen, hörst du? Damit du keine Atemgasembolie bekommst. Halt durch,